Liebe Angehörige der FAU, liebe Studierende, meine sehr verehrten Damen und Herren, es freut mich ganz besonders, dass ich heute Herrn Professor Dr. Holger Hackstein zum Gespräch begrüßen darf. Herr Hackstein hat an der Friedrich-Alexander-Universität den Lehrstuhl für Transfusionsmedizin und Cell Engineering inne und leitet an unserem Universitätsklinikum Erlangen die Abteilung Transfusionsmedizin. Herr Professor Hackstein ist einer der Hoffnungsträger für Covid-19-Patienten. Und warum das so ist, werden wir jetzt im Gespräch klären. Lieber Holger, ich begrüße dich. Wie geht es dir? Ja, lieber Joachim, mir geht's super. Vielen Dank. Es sind jetzt aufregende Tage. Wir haben viel Arbeit, aber es macht unheimlich viel Spaß. Wie hat sich denn eure Arbeit im Labor und in der Transfusionsmedizin durch die Corona-Pandemie in den letzten Wochen verändert? Ja, die hat sich ganz grundlegend verändert. Es ist wirklich so, dass die Mitarbeiter jetzt zum großen Teil ganz stark fokussiert sich mit der Herstellung von diesem Covid-19-Immunplasma beschäftigen. Und wir haben natürlich darüber hinaus auch viele Aufgaben in der Krankenversorgung. Wir müssen Blutprodukte zur Verfügung stellen und verschiedene Laboruntersuchungen auch befunden. Und von daher sind wir da natürlich jetzt schon sehr angespannt. Du hast gerade das Blutplasma erwähnt, das insbesondere für Covid-19-Patienten sehr, sehr wichtig sein kann, die mit schweren Krankheitsverläufen zu kämpfen haben. Ja. Kannst du uns kurz erklären, was du hier genau erforscht und wie man sich die Funktionsweise des Plasmas vorstellen muss? Ja, das Wirkprinzip dieses Immunplasmas ist eigentlich ein ganz einfaches Prinzip, was wir aus der Immunologie und aus der Natur her kennen. Es beruht darauf, dass eine Person, die so eine Covid-19-Erkrankung durchläuft, ganz spezifische Abwehrstoffe gegen diese Viruserkrankung produziert. Diese sogenannten Antikörper, das sind Eiweißmoleküle, die an die Oberfläche des Virus anbinden und das in seiner Vermehrung direkt hemmen oder indirekt andere Zellen des Immunsystems unterstützen, dieses Virus zu zerstören. Und das Prinzip, was wir jetzt hier verfolgen, ist eigentlich dieses, dass wir die Personen, die so eine Infektion durchlaufen haben und jetzt wieder gesund sind, als Blutspender heranziehen, mit einer speziellen Apheresemaschine, die nur den Teil des Blutes entnimmt, in dem diese Antikörper enthalten sind. Und dieses Produkt stellen wir nach den strengen Regeln der Chemotherapie-Richtlinien her und geben das dann den schwer erkrankten Patienten. Und die bekommen dann sozusagen durch diese Bluttransfusion genau diesen Schutz des Immunsystems passiv übertragen und sind dann besser geschützt gegen diese lebensbedrohliche Viruserkrankung. Klingt gar nicht so kompliziert, ist wahrscheinlich in der technischen Umsetzung sehr, sehr aufwendig. Wird denn die Therapie heute schon auch in unserem Klinikum angewendet oder befindet sich das Ganze noch im Experimentierstadium? Nein, wir sind jetzt schon in der Anwendungsphase angekommen. Also wir haben jetzt die ersten Einheiten tatsächlich hergestellt und in Kürze, in wenigen Stunden, vielleicht heute oder morgen, werden schon die ersten Patienten behandelt. Und kann man diese Antikörper auch kopieren, also quasi züchten wie Zellkulturen, oder ist man angewiesen auf die Menge, die man vom Spender erhält? Ja, das ist eine sehr gute Frage. Das ist genau das richtige Konzept. Es ist ein Forschungskonzept, dass man versucht, jetzt diese Antikörper im Labor zu vermehren, sozusagen wie mit einem Fotokopierer. Und da gibt es auch schon sehr ermutigende wissenschaftliche Daten. Aber diese Entwicklungen sind von der klinischen Anwendung noch relativ weit entfernt, weil das natürlich arzneimittelrechtlich sehr kompliziert ist, so ein Produkt dann in die Patientenanwendung zu bringen. Der große Vorteil dieses Covid-19-Immunplasmas ist eben, dass wir das jetzt sofort für die Patiententherapie einsetzen können. Und wie viele Patientinnen oder Patienten habt ihr schon aus prozentualer Sicht behandelt, die bei uns beispielsweise an der Beatmungsmaschine hängen? Ja, also wie gerade gesagt, wir haben jetzt die ersten Produkte hergestellt und arzneimittelrechtlich freigegeben. Die stehen jetzt zur Behandlung von Patienten zur Verfügung. Ja. Und ich denke, dass wirklich in den nächsten Tagen oder Stunden die ersten Patienten hier behandelt werden mit diesem Immunplasma. Und
kann man schon eine Aussage machen, wie erfolgreich das Ganze dann sein wird? Oder lässt die Wissenschaft keine Abschätzung im Moment noch zu, wie gut das dann funktionieren wird in diesem sehr speziellen Fall des Covid-19? Doch, da gibt es schon wissenschaftliche Daten und die werden täglich mehr international aus China und aus anderen Ländern kommen schon erste wissenschaftliche Ergebnisse und die sind außerordentlich positiv. Es ist gerade gestern Abend im PNAS, das ist eine sehr hochrangige internationale Fachzeitschrift, eine erste Pilotstudie schon publiziert worden mit 10 Patienten, die sehr positive Ergebnisse gezeigt hat. Und ich wäre sehr froh, wenn wir das hier auch replizieren können. Na, da sind wir dann mal sehr gespannt, wie sich das auch bei unserem Standort entwickelt. Ist es auch so, dass die FAU und unser Universitätsklinikum auch Kliniken im Umfeld oder weitere Kliniken generell mit dem Plasma beliefert? Oder wie sind die Planungen in unserem Hause? Ja, wir tun hier das Menschenmögliche und wir versuchen auch, die umliegenden Kliniken natürlich auch mit zu versorgen. Im Moment gibt es natürlich einen großen Mangel an diesem Immunplasma und einen sehr großen Bedarf. Aber wir sind da auch miteinander in Kontakt und die Kliniken sind auch informiert über den Stand, wie weit wir sind. Und wir werden auch diese Kliniken, soweit es irgendwie geht, auch mit unterstützen. Es ist aber auch sehr erfreulich, denke ich, insgesamt in Bayern, dass es mittlerweile 4 oder 5 transfusionsmedizinische Institute gibt in Bayern, also in München, Regensburg, Augsburg und Würzburg, die jetzt ebenfalls diesen Weg gehen. Und von daher hoffen wir, dass wir dann auch Bayern insgesamt sehr gut versorgen können. Also wir können mit einer flächendeckenden Versorgung rechnen oder ist das noch etwas, was noch einige Monate an Zeit und Arbeit in Anspruch nimmt? Ja, ich denke, das ist eine schwierig zu beantwortende Frage. Ich denke, dass wir das alle anstreben, dahin zu kommen. Ob wir das jetzt tatsächlich erreichen und in welcher Zeit, kann ich nicht wirklich gut vorhersagen. Wie viele Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, auch Assistentinnen und Assistenten, sind denn bei dir im Labor derzeit mit der Covid-19-Thematik beschäftigt? Also wir haben ja in meiner Abteilung ungefähr 70 Mitarbeiter und über 10 Ärzte. Und ich würde jetzt mal sagen, dass bestimmt 30 Mitarbeiter sich jetzt große Teile des Tages mit dieser Problematik und Aufgabe auseinandersetzen. Und das ist auch sehr wichtig, dass wir da qualifizierte Mitarbeiter haben, die sich auch arzneimittelrechtlich sehr gut auskennen, wie man diese Dinge herstellt, kontrolliert und freigibt. Ich werde auch viel gefragt von Kollegen, was ich sehr positiv finde, dass sie sagen, wir können euch Personal schicken, die helfen euch. Wir müssen allerdings in diesem arzneimittelrechtlichen Bereich sehr vorsichtig sein, dass wir natürlich dort nur Personal einsetzen können, was entsprechend qualifiziert ist. Was die Zulassungsmodalitäten angeht, kann ich mir vorstellen, dass die Rahmenbedingungen der Pandemie hier auch dazu führen, dass der eine oder andere Prozess schneller gehen kann. Wir erfahren es selbst derzeit auch im ganzen Kontext der Datenschutzproblematik, wo wir jetzt Dinge einfach mal ausprobieren und machen und auch etwas mehr Mut haben. Ist das auch in deinem Arbeitsumfeld ein Thema, dass man die Prozesse beschleunigen muss und die üblichen Bürokratiepfade, die man so beschreiten muss, jetzt auch viel effizienter abgearbeitet werden können? Absolut richtig. Und das muss man sogar noch mal betonen, weil das genau der entscheidende Schritt jetzt auch gewesen ist, warum wir da jetzt auch so erfolgreich gewesen sind, weil es halt im Arzneimittelrecht einen speziellen Paragraphen gibt für Krisenzeiten, den Paragraph 79 Absatz 5, der ermöglicht halt den Aufsichtsbehörden, diese Wege abzukürzen. Und wenn es wirklich erforderlich ist, dass dringende Arzneimittel hergestellt werden, den Herstellern sozusagen eine Reihe von Hürden aus dem Weg zu nehmen, sodass sie dieses Produkt halt schnell an den Patienten bringen können. Und genau über diesen Paragraph haben wir jetzt auch eine Gestattung zur Herstellung von diesem Immunplasma erhalten. Dann noch zum Abschluss eine Frage. Wir haben ja sehr schwierige Situationen in den europäischen Nachbarländern beobachten können. Die Situation in Italien war also sehr, sehr schwierig für die gesamte Bevölkerung. Glaubst du, dass wir in Deutschland auch diesen schwierigen Zustand vermeiden können, aufgrund der Möglichkeiten, die jetzt auch eure Forschungsergebnisse geschaffen haben, um schwer erkrankte Patientinnen und Patienten zu behandeln?
Ja, da spricht einiges dafür im Moment, wenn man sich die Situation anschaut. Es ist natürlich so, dass wir epidemiologisch sozusagen immer auch einen gewissen Zeitvorteil hatten, uns entsprechend vorzubereiten. Und das muss ich wirklich sagen, hier am Universitätsklinikum Erlangen ist wirklich in hervorragender Weise auch von der ärztlichen Direktion wirklich strukturiert und geplant worden, sodass ich denke, dass das Universitätsklinikum Erlangen wirklich ausgezeichnet vorbereitet ist. Und von daher bin ich ganz optimistisch, dass wir da vielleicht mit weniger Schwerkranken und weniger toten Personen aus dieser Infektionspandemie herauskommen können. Aber letztendlich weiß es keiner so wirklich genau, wie es die nächsten Wochen sich entwickeln wird. Wir sind gespannt und sind auch sehr froh, dass wir solche Kollegen haben, wie Sie einer sind, der sich mit dem Problem auseinandersetzt, Lösungen erarbeitet und die auch in die Anwendung führt. Lieber Kollege Hackstein, lieber Holger, herzlichen Dank für das Gespräch. Alles Gute und bleibt gesund. Ja, vielen Dank dir auch, Joachim. Alles Gute. Tschüss. Tschüss.